Ja, moin Leute, danke fürs Einschalten und willkommen wieder zu einem kleinen Mittwochsvideo. Heute gibt es wieder ein kleines Reboot, das heißt so viel wie, ich besuche mit euch eine Location, die wir einst schon mal besucht haben, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her und gehört zu den ersten Locations, wo wir angefangen haben, Videos für YouTube zu machen. Ja. Und zwar handelt es sich hier, ja, ich würde mal sagen, ihr werdet es gleich selber sehen. Richtig, für alle, die alle unsere Videos kennen und eventuell schon von Anfang an dabei sind, hier waren wir schon mal. Das ist eines der ersten Videos, die wir damals hier bei YouTube hochgeladen haben. Ich glaube, das war das zweite oder dritte Video gewesen. Ja, und wir waren damals allerdings hier gewesen, wo es noch nicht grün war. Da konnte man hier ein bisschen mehr sehen. Also ist auch wieder so ein Ort, wenn man hier vorbeiläuft und ich wüsste, dass hier das Gebäude steht, würde man dran vorbeilaufen. Ja. Und zwar, es handelt sich hierbei um einen alten Lokschuppen eines Kleinbahnnetzes, was vor Jahren eingestellt wurde und das komplette Streckennetz nach und nach komplett abgebaut wurde. Das sind hier so kleine Relikte, die irgendwo noch versteckt rumstehen. Dieses Gebäude steht sogar unter Denkmalschutz. Ja, und wie es da drin aussieht, wird wahrscheinlich genauso sein wie damals, wo wir hier waren. Wie immer bei Reboots in der Beschreibung ist immer der Link drin zu dem eigentlichen Video, wo wir damals da waren. Ich bin mal gespannt, ob sich hier in den letzten Jahren ein bisschen was verändert hat. Ich denke mal eher weniger und ich versuche euch dann noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Los geht's! Ja, was soll ich sagen? Viel geändert scheint sich ja hier nicht zu haben. Müll ist immer noch vorhanden. Es sieht sogar so aus, als wenn noch Müll dazu gekommen ist. Ja, das ist hier so ein Punkt, den ich damals ganz scharf kritisiert habe. Ja, alles voller Müll und wenn man mal genau hinschaut, sieht man, dass hier ein Haufen Rasenmäherteile und Gartenabfälle rumliegen. Also Dinge, die definitiv aus Bungalows kommen. Denn hier in der Nähe befindet sich auch eine Gartensparte und ich gehe davon ganz stark aus, dass die Leute einfach zu faul waren, ihren Müll zu entsorgen und den einfach mal hier reingehauen haben. Und das ist sowas. Finde ich so ein Kotzen. Ist es denn so schwer, seinen Müll zu einer Mülldeponie zu bringen? Ja, eigentlich ist es hier ein ziemlich schönes Gebäude, das es wert gewesen wäre, auf jeden Fall instand zu halten und nicht als Müllkippe zu benutzen. Was ist das hier? Das sieht irgendwie aus. Heizung. Irgendwas wurde hier wahrscheinlich warm gemacht. Philipp, Max.
Ja. Also hier wurde auf jeden Fall damals schon mal ein bisschen gegen den Zerfall getan. Da hat man hier schon Balken eingesetzt. Das hat man unten auch gesehen im Dachbereich. Da wurden überall neue Gehölze eingebaut, damit das Gebäude nicht in sich zusammenstürzt. Ja, vom Dach ist ja auch nicht mehr viel übrig. Ja, auch so eine Kuriosität, die uns schon beim letzten Mal gewundert hat. Hat sich nichts geändert? Hat hier jemand irgendwas gebaut? Ich weiß nicht, ob das hier jetzt eine Einflugschneise sein könnte für einen Vogel. Hier stand damals auch noch ein Wasserbehälter, so ein Fressnapf. Aber das sieht genauso aus wie damals. Also hier hat sich irgendwie nicht wirklich was verändert. Auch diese komische Leiter. Ich glaube, hier bin ich damals mal fast runtergeknallt. Wenn jemand hier oben ist, keine Angst. Bitte. Oh, hier oben ist nämlich, also das Gebäude, in dem wir jetzt gerade hier drin sind, ist ein Wasserturm. Und ich bin damals auch gar nicht weitergegangen, sondern nur bis hier, weil mir der Boden hier nicht so geheuer war. Heute wage ich es aber mal, in der Hoffnung. Der Kessel ist noch da. Muss ich nur vorsichtig sein beim Hochgehen. Und wie ich auch immer wieder sage, immer schon aufpassen auf Wespennester. Unter anderem, hier liegt alles voller Scheiße. Das finde ich jetzt aber auch scheiße. Ja, da ist sogar ein Guckfenster drin. Hier seht ihr jetzt den Wassertank. Und da oben waren sogar mal Fensterscheiben drin, konnte man wahrscheinlich schauen, wie das Wasser aussieht. Aber eigentlich diente der den Dampfloks, um die wieder aufzufüllen. Nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Ja, und dann kann man hier natürlich jetzt einmal rumgehen. Da oben ist eine Rolle, da ist ein Kabel eingespannt gewesen. Das ging dann hier runter und die Rollen gehen dann bis unten runter und da hat man dann gezogen und wahrscheinlich hier irgendwo irgendwelche Rohrleitungen geöffnet, die dann die Loks mit Wasser gespeist haben. Ja, auf jeden Fall ist der schon sehr alt. Ich glaube, das war Ende 1800 irgendwas, wo das hier gebaut wurde. Wurde früher noch genietet, so wie die Schiffe früher, die wurden ja auch alle hier genietet. Auf jeden Fall hat man hier eigentlich ein relativ schöner Ausblick. Ups, das war die Lampe. Ja, und jetzt kann ich euch mal ganz gut zeigen. Da unten war ich eben gewesen. Da unten ist eine Tür. Ja, dann sieht man hier geradezu, sind die Balken, die sie eingesetzt haben, um das zu stützen. Tja, aber ansonsten ist an dem Gebäude nichts, was irgendwie ein Zerfall aufhält. Ja, anzumerken ist hier noch, dass hier damals noch ein anderes Gebäude mit dran war. Unter anderem gab es hier sogar eine Drehscheibe. Eigentlich sollte das hier gar nicht als Bahnhof dienen. Da aber zwei Gleise irgendwie nötig waren, wurde hier noch eine Drehscheibe eingebaut. War früher auf Güterbahnhöfen und normalen Bahnhöfen ganz normal gewesen, dass man Drehscheiben hatte und die Loks konnten dann auf eine andere Route geschickt werden. Oder zum Beispiel, wenn man sowas kennt, der eine oder andere von euch hat bestimmt schon mal Videos gesehen von alten Lokschuppen. Da zum Beispiel ist es ja auch so. Da hast du diesen riesen Ring mit den einzelnen Garagen, wo die Loks drin standen. Und dann führten Gleise in die Mitte und in die Mitte wurde dann eine Drehscheibe gebaut, wo dann die Züge rauf konnten und die wurden dann auf die jeweilige Route gedreht und da sind sie dann weitergefahren. Wie gesagt, dieses Streckennetz hier wurde um 1800, Ende 1890er oder so gebaut und ja, irgendwann gab es dann keine Verwendung mehr. Das war ja auch damals nach der Wende so gewesen, dass immer mehr Streckennetze abgebaut wurden. Früher war es ja so, dass eigentlich jedes Dorf verbunden war mit dem Schienenverkehr. Also man konnte überall hin, weil überall gab es Züge. Ja, und die Bahn hat sich damals dann gedacht, nö, bauen wir alles ab. Teilweise wurden Strecken ja gerettet durch private Unternehmen. Ja, und die Bahn hat heute sogar gesagt, Jahre später, dass sie das zum Teil bereut haben, dass sie das gemacht haben.
weil die Infrastruktur einfach so scheiße ist. Mit Bussen, das funktioniert nicht so, wie es eigentlich der Plan war. Ja, und da hat man halt heute überall mal Gebäude in der Landschaft zu stehen, wo man sich dann vielleicht auch fragt, wie kommt das Gebäude dahin? Aber meistens verrät es immer dieses typische, wie hier, Backsteinaufbau, was so typisch war für Bahnhofshäuser. Ja, das so kleiner Detail, kleine Details noch zur Geschichte, was dieses Streckennetz oder dieses Gebäude betrifft. Ja, wie gesagt, die Dampfloks, die haben hier zwischengehalten. Ihr habt es ja gesehen, hinter mir, das ist hier der Wassertank. Da wurden die Loks dann aufgefüllt und dann sind sie weitergefahren. Ja, und hier unten sind ja noch zwei Stellplätze, da waren die dann auf Dauerbetrieb gewesen. Ein Wartesaal war hier eigentlich auch noch und ein Toilettenhäuschen. Das Toilettenhäuschen ist, glaube ich, sogar noch da, aber das kann sein, dass das für Bedienstete ist. Gut, gehen wir mal wieder runter und gucken, was wir hier noch vorfinden. Mal gucken, ob das diesmal gut geht. Ne? Nicht nachmachen. Kamera in der Hand und klettern ist blöd. Vor allem bei so einer komischen Leiter, die auch mal ganz komisch knackt und voll mit Löchern ist, weil hier Holzwürmer drin sind. Aber es hat funktioniert. Vogel. Ja. Sind wir eigentlich schon durch? Ja, das hier war das Toilettenhäuschen. Ja, entweder war das jetzt für die Passagiere gewesen, die hier gewartet haben. Wobei aber hier, das fand ich damals schon amüsant, das ist eine Dusche. Ja. Habe ich zumindest ganz stark vermutet, weil. So sah früher mal eine Dusche aus. Ganz einfach gebaut. Und die absolut geile Toilette, die hat mich irgendwie sogar fasziniert. Ja, da ist nichts drin, keine Angst. Also. Aber ich finde diesen Klodeckel, der ist so niedlich im Gegensatz zu der Brille dazu. Das sieht irgendwie putzig aus. Ja, auch hier kann ich jetzt wieder nur spekulieren. Keine Ahnung, was das sein sollte. Aus wie irgendeine Welle, wo irgendwas vielleicht drüber gelegt war. Dann war hier irgendwas eingespannt. Ja, das war auf jeden Fall mal eine Art Ofen. Ja, hat man hier unten wahrscheinlich angefeuert. Und dann sind hier so eine Vertiefung drinne. Ja. Vielleicht hat man da dann gleich gekocht, also könnte ich mir so vorstellen, angefeuert und hier war vielleicht irgendwie eine Platte oder sowas drauf, wo die Hitze dann reingehen konnte. Weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr was Besseres oder was anderes, dann haut es gerne in die Kommentare oder wie immer schickt es per Mail. Ja, und da sind wir auch schon am Ende. Ja. Kein sehr großes Gebäude, wie gesagt, so viel Platz, dass hier zwei Loks reinpassen. Die anderen Gebäude sind wahrscheinlich schon vor Jahren weggerissen worden. Alter, jetzt habe ich mich erschreckt. Puh. Ja, ich im Dunkeln schreckhaft, ne? Ja, das, was wir vorhin hier schon gesehen haben. Wenn ihr jetzt überhaupt was seht, irgendwie ist das gefühlt dunkler hier drin als vorhin. Naja, gut, ich werde jetzt mal den Ausgang suchen. Und jetzt haben wir hier auch wieder Rasenmäher. Das habe ich gerade gedacht, ich habe hier eine alte Schreibmaschine gefunden. Hallo? Ich habe schon wieder Halluzinationen.
So, wir sind wieder draußen. Ja. Ist auf jeden Fall eigentlich eine kleine, doch ziemlich interessante Location. Auch wenn hier das meiste verschwunden ist, aber man kann trotzdem erahnen, was das mal damals war. Ja, man sieht ja auch noch ein bisschen, ein paar Gleise sind noch vorhanden. Ja, im Gegensatz zur anderen Seite, also wirklich hier ist alles weg. Man sieht noch vereinzelt, deshalb habe ich vorhin mit dem Finger runter gezeigt, vereinzelt sind noch Stellen, wo man sieht, wo damals mal das Streckennetz lang gegangen ist. Auch der angrenzende Ort hier. Man sieht noch so ein bisschen was vom Bahndamm. Ich wollte eigentlich anfangen im Wald, wo Strecke noch komplett erhalten ist. Aber gut, das dachte ich, ist jetzt nicht so wichtig. Zumal da hättet ihr nur gut sehen können, wie das aussieht, wenn Schrottdiebe in aller Ruhe klauen können. Da wurden nämlich über Jahre hinweg mit schwerem Gerät die Gleise stückchenweise abgetrennt und geklaut. Zumal es eigentlich schwierig ist, sowas loszuwerden. Ja, also wenn man sowas beim Schrott abgeben will, das kann man nicht einfach abgeben. Da gibt es Nachweispflicht. Gut, ich würde dann sagen, ich gehe jetzt wieder zum Auto zurück. Ich habe allerdings unterwegs noch eine andere Location gefunden. Da will ich bloß mal schauen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, hier im Hintergrund ist im Übrigen noch eine verlassene Gartensparte. Die kann ich aber nicht besuchen, weil erstens ist sie so dermaßen zugewachsen, war damals schon so. Und dahinter ist direkt gleich die Sparte, die noch aktiv ist, wo scheinbar die Müllschweine sind, die ihren Müll in den Lokschuppen reingeschmissen haben, über Jahre hinweg. Ja, dann würde ich sagen, in dem Sinne, ihr kennt es ja. Ich hoffe, euch hat dieses kleine kurze Video gefallen. Das, was ich konnte, habe ich euch nochmal erzählen können. Ja, viel gibt es darüber nicht zu berichten. In der Beschreibung ist der Link zu dem Video von damals. Und ja, wenn ihr neu seid und es bisher geschafft habt, auf jeden Fall lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Ja, was wir machen, ist offensichtlich, wir lieben es, verlassene Orte aufzusuchen. In dem Sinne, kurz und schmerzlos, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal oder wann immer was passiert.